In den Nyungwe Nationalpark gehen. Ein paar Meter geschafft. Und direkt hat sich die ganze Stimmung verändert. Zum Glück habe ich keine Höhenangst. Wahnsinn. Reicht. Eigentlich will man hier gar nicht weg, weil die Aussicht so gut ist. Brücke, jetzt ein bisschen kleiner, aber auch irgendwie süß. Our next destination, it's a village walking on the tea plantation. Yes. Where the how to make banana beer processing. Yeah, is that. Yeah. All right. Thank you. Bitte schön. So, nach der Fahrt zurück aus dem Nyungwe sind wir jetzt in ein Restaurant gegangen, beziehungsweise Buffet essen. Ich weiß nicht, ob man mich versteht, hier gibt es natürlich laute Musik. Ja, wir werden jetzt was zu uns nehmen. Ich zeige euch noch ein bisschen was von der Location hier und anschließend geht es dann zu den traditionellen Vorführungen. Seht, sind wir hier gerade in so einer Art Kulturoase. Da wurden traditionelle Behausungen, Instrumente und Werkzeuge von Ruanda nachgebaut. Und die gibt es hier zu sehen. Oh, jetzt gehen die Trommeln los. Und ich zeige euch das jetzt noch mal ein bisschen kurz. Und ja, das ist schon alles sehr, sehr interessant hier. Was ihr gerade gesehen habt, war eben die Nachstellung einer traditionellen Hochzeit. Sehr, sehr lebendig eben, mit viel Gesang, mit dem Trommeln eben auch. Das ist hier generell irgendwie eine Kulturoase, wo man sehr viel sieht. Das geht hier drunter drüber. Und ich finde, wird das wirklich alles sehr interessant, was hier alles abgeht. Natürlich, nicht alles habe ich perfekt verstanden, aber das meiste und es ist sehr eindrucksvoll. Und als nächstes geht es dann ans traditionelle Bananenbier machen. Das findet hier tatsächlich drinnen statt. Ich weiß nicht, ob es zu dunkel ist, aber wir werden sehen. Alles klar, Planänderung ist wohl doch draußen, dann können es auch alle sehen. Das Allerkrasseste ist halt einfach die Ausdauer von diesem Trommler. Ne? I was talking about the necessities for having the banana beer. So for having the banana beer, we need to have this kind of grasses, which is like needles. It's not every grasses. And they use this one, it works as a sieve. Sieve for separating this kind of bananas to have our juice. So he's talking about when they are done, when you want to have a juice, you have also to put that kind of food over and for squeezing this one. So you will see them. So it works also as a sieve, for having our juice to remain in this kind of our wooden bowl. It's not every banana. It's not every banana we use. We have some specific bananas. Like when you eat this one, and people who know Gros Michel
or other banana which is eatable. You know. When you eat them, you just like taste the difference between this one. When they are starting to squeeze, they don't add any water. By itself, it produces their own juice. You know, every plant has some water inside. Mm-hmm. So it means they produce their own juice. So it is helped by this kind of grasses, like to separate the, like you will see. And because of the sugar, you know, the sugar, the sun, the time, the more alcoholic and the acidity. Yes. So this one, when you store it, it will be different. If it's 1 week, this one and 1 week added water means they are different in alcohol. Yeah, this one will have more. More, mm-hmm. This one. Klar, weil und? Nur noch lecker. Da war ja ein Stückchen Banane bei euch. We have also to cover and we hang to our press until the time we want to make our juice, our beer. The last process is having fun at our home. And getting drunk. People like drumming. Let's also head over there. If you come, if you see how they drum, we are the kings. It's very difficult for someone else to drum like how they drum. So let's see it. Na, das war doch eine Kulturexplosion. Also das war wirklich viel, ne, Walle? Das war haben wir viel gemacht? Viel, aber mega viel Spaß. War ultra viel Spaß. Also gerne wieder. Also es war wirklich eine Freude hier zu sein und so viel Lebensfreude zu hören. Auch die Musik, die Trommeln, unglaublich. Und ja, jetzt genießen wir jetzt noch die Rückfahrt und wir kommen wahrscheinlich so um Mitternacht an. Also wird man mich nicht sehen. Daher mache ich den Abschluss dann einfach morgen früh. Und dann, ja, bis heute. Bis morgen. Bis gleich. Wow, was war das für ein Tag gestern? Also da ging ja mal richtig viel ab. Zuerst ja am Anfang noch im Jungo-Nationalpark und anschließend ja in dieser Kulturoase. Da ist echt so viel passiert. Ich konnte nicht mal alles aufnehmen. Also das war tatsächlich Reizüberflutung pur. Es war einfach sehr interessant zu sehen, wie die ruandische Kultur war. Es wurde da sehr detailgetreu nachgebaut. Auch mit eben mit dem Königshaus, mit den anderen Häusern der Einrichtung. Sozusagen eine Art Zeitreise in die Vergangenheit Ruandas. Und das war wirklich schön anzusehen, auch dass uns sozusagen so viel gezeigt wurde. Klar ist natürlich, dass es in Ruanda so heute nicht mehr aussieht. Also ich denke, ihr habt in den anderen Videos gesehen, wie Ruanda heute ist. Und das ist sozusagen ja die Vergangenheit. Und heutzutage ist es natürlich nicht mehr so. Trotzdem finde ich es sehr schön, dass es sozusagen dieses Dorf gibt, wo man noch sehen kann, wie die Welt in Ruanda vorher ausgesehen hat und all die ganzen Facetten, die jetzt sozusagen, mit der Zeit sich verändert haben. Es war einfach sehr eindrucksvoll, all das zu sehen und ich hatte extrem viel Freude, da zu sein und habe auch tatsächlich was gelernt, zum Beispiel das traditionelle, ja, die traditionelle Herstellung von Bananenbier. Ich hoffe, euch hat dieser Eintrag gefallen und ihr hattet viel Freude beim Zugucken und habt auch etwas gelernt von der ruandischen Kultur, was man ja so sonst in den Videos nicht so sieht. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, #embracehappiness und bis zum nächsten Mal.